Was guckst du denn dir da auf dem Computer an? Ein Foto von meiner Süßen. Hab ich auch gerade gemacht. Willst du mal sehen? Auf drei. Eins, zwei, drei. Das ist Lauren Scott. Sie sind knallharte Geheimagenten und beste Freunde. Doch als sie sich in die gleiche Frau in Gestalt von Reese Witherspoon verlieben, ist klar, das gibt Ärger. Dieser Film ist der Traum eines jeden Mädchens. Zwei wahnsinnig gut aussehende, scharfe Typen sind hinter mir her. Für mich ein traumhafter Job. Ich hatte noch nie was mit zwei Typen gleichzeitig. Meinst du, all die Feministinnen haben dafür gekämpft, dass du jetzt die prüde Zicke spielen kannst? Dafür komme ich in die Hölle. Mach kein Theater und leg sie flach. In Das gibt Ärger geht es um die alltäglichen Probleme von James-Bond-Typen und darum, was passiert, wenn eine so tolle Frau wie Reese in ihr Leben tritt. Gut, legen wir die Grundregeln fest. Ja, finde ich gut. Sie darf nicht erfahren, dass wir beide uns kennen. Wir gehen uns beide aus dem Weg. Und sie trifft die Entscheidung. Möge der beste Mann gewinnen. Die zwei könnten jeder haben. Doch Reese taucht auf, wackelt mit ihrem Hintern und hat sie am Haken. Was folgt, ist ein Balzkampf der Extreme. Der künftige Batman-Gegner Tom Hardy und Star Trek-Captain Chris Pine spielen die total verknallten Top-Agenten mit großer Hingabe. Es machte großen Spaß, weil beim Filmdreh eine natürliche Rivalität zwischen uns Männern entstand. Es ist ja auch schwer, sich nicht in Reese zu verlieben. Ich brauche Informationen über eine gewisse Lauren Scott. Ihre heimlichen Neigungen, Abneigungen. Ich will wissen, was sie zum Lachen bringt, was zum Weinen. Beste Freunde, Familienangehörige. Alles. Es ist eine unbeschwerte Komödie, aber wenn man sich ausmalt, wie ein Jason Bourne beim Date mit einer Frau wäre, dann ist das auf der einen Seite zwar witzig, aber irgendwie auch tragisch, oder? Tag ist toll, er ist freundlich, wir haben so viel Spaß zusammen. Aber er ist vielleicht zu süß, ein wenig zu ernst, so ungefährlich. Und du bleibst da, warte, warte. Tag ist... Agent Tuck ist wie Tom Hardy sehr muskulös und stark, aber hat einen sehr weichen Kern. Und er ist auf der Suche nach einer Beziehung. Und wie hat's dir gefallen? Also, wenn unser Land von der Paintball-Armada angegriffen würde, wäre es für mich ungefährlich. Ungefährlich? Chris Pine dagegen handelt überlegt und ist sehr schlagfertig. Ganz wie seine Figur FDR. Goldfische, 1902. Du meine Güte. Zusammen sind sie echt witzig, denn sie sind sehr unterschiedlich, wie ihre Rollen. Hey, wir haben den Kontakt verloren. Manchmal benutzt er Schlamm und Äste. Er benutzte auch Schlamm und Äste. Und wenn er keinen Ast finden konnte? Und wenn er keinen Ast finden konnte, nahm er seinen... Was? Wir wollten beide Jungs als sehr versierte Agenten zeigen, im Umgang mit Waffen, beim Kämpfen. Aber wenn es um Liebesangelegenheiten geht, sind sie wie alle anderen auch. Tuck, das ist mein Freund. Du schaffst das. Die schütteln sich bestimmt nur die Hand. Ich glaube, ich werde ohnmächtig. Reese Witherspoon ist klug, witzig und wird ihre zahllosen weiblichen Fans nicht enttäuschen. Und wir hoffen, dass wir mit diesem Film auch ihre männliche Anhängerschaft erweitern können. Hast du mal wen mit bloßen Händen umgebracht? Diese Woche noch nicht. Es gibt echt viel zu lachen, aber gerade Männer werden auch die Action lieben. Die Jungs dürfen rumballern und jede Menge verrückte Stunts machen. Und daran sind sie wirklich gut. Großartig. Hängen Sie sich an Agent Hansen ran. Es ist eine gute Mischung aus Boshaftigkeit und Humor. Eine Klasse für sich. Lasst euer Land nicht im Stich, Jungs. Das war ein perfekter Abend. Lass es regnen. Drei Engel für Charlie-Regisseur McG hat ein Händchen für aberwitzige, rasante Action und stellt es mit Das gibt Ärger wieder unter Beweis. Die originelle Komödie vereint viel Humor mit großen Adrenalinkicks.